Das heißt, Europa versteht sich nicht mehr als Idee, sondern lediglich als politisches Kampfprojekt. Griechenland ist ja für deine Branche, für die Philosophie, kein ganz unwichtiges Land. Was glaubst du, würde Platon zu dieser Griechenland-Dauerkrise sagen? Also ich glaube, Platon würde uns erstmal darauf hinweisen, dass er natürlich und seine Leute alle Grundbegriffe definiert haben, die mit Europa etwas zu tun haben. Europa ist eh ein griechisches Wort, Demokratie, Politik und so weiter. Das heißt, die Idee, dass irgendwie plötzlich Griechenland das andere Europas ist, sozusagen, der schmutzige Rücken oder so, das ist fatal. Platon würde, glaube ich, aber vor allem an erster Stelle sagen, Europa kann kein Staat werden, wenn es primär eine Währungsunion ist. Das ist, glaube ich, zunächst einmal das Problem. Glaubst du, dass irgendwer von denen, die jetzt über Griechenland zu entscheiden haben, dass die Platon gelesen haben? Naja, je nachdem, vielleicht mal hier und da eine Seite. Aber da fängt ja schon das Problem an. Das heißt, Europa versteht sich nicht mehr als Idee, sondern lediglich als politisches Kampfprojekt. Aber ist es nicht nachvollziehbar? Es gibt Regeln und es gibt Verstöße gegen diese Regeln in einem Land. So, und jetzt kommen eben die einen und sagen, ihr habt euch nicht an die Regeln gehalten. Pech. Was ist daran unethisch? Das ist zwar ganz richtig, nur ist immer die Frage, wer macht die Regeln? Ja, es gilt ja allgemein, da muss man nicht Marx für sein, um das einzusehen, dass die goldene Regel, die darin besteht, dass derjenige, der das Gold hat, die Regel macht. So. Und ich glaube, da sind wir jetzt natürlich auch angekommen. Wir übersehen, dass es in Europa und nicht nur in Europa, dass es insgesamt verschiedene Kulturen gibt. Wir denken im Grunde genommen, alle sind so wie wir. So. Das denkt natürlich jeder von sich. Und ich glaube, da fangen die ganzen Probleme an.